Hier im ehemaligen Ölkraftwerk Pleinting werden ab Ende des Jahres bis zu 200 Asylbewerber untergebracht. Das leerstehende Verwaltungsgebäude dient dann als Außenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung Deggendorf. Ja, Tatsache ist, es geht hier in Pleinting um eine Notfallunterkunft und nicht um eine Gemeinschaftsunterkunft. Hier läuft die Aufnahme, der Gesundheitscheck. Wir werden hier auch unser Kreiskrankenhaus in Vilshofen mit einbinden. Wir werden selbstverständlich auch eine Betreuung haben. Auch ein Sicherheitsdienst wird entsprechend vor Ort sein. Um die Bürger darüber zu informieren, gab es am Donnerstagabend in der Alten Kirche in Pleinting eine Informationsveranstaltung. Die rund 150 Zuhörer wurden schon nach kurzer Zeit unruhig und konnten mit ihren Fragen kaum warten. Sie äußerten sich zu ihren Ängsten und Befürchtungen. Ich gehe mit dem Gefühl heraus, dass es ein sehr munteres Dorf ist, weil ich alle Asylveranstaltungen erlebt habe in Vilshofen, in Söldenau, in Osthofen und in Metten. Und die Pleintinger waren die rebellischsten von allen. Da hat es Widerstand gegeben, und zwar erheblich mehr als irgendwo anders. Mit einem normalen Gefühl, weil wir nehmen es so, wie es kommt. Und da wird sich nicht viel ändern. Meine persönliche Meinung ist, dass das Gebäude da draußen sehr gut geeignet ist. Nachdem das als Übergangsunterkunft benutzt wird, finde ich das eigentlich sehr gut. Und ich glaube, dass die Pleintinger Bevölkerung da schon positiv gegenübersteht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wirklich, wie gesagt worden ist, die Ängste, die da sind, überwunden werden können. Auch der Bürgermeister ist zuversichtlich, dass sich mit der Zeit einiges am Gefühl der Bürger ändern wird. Ich glaube, das wichtig war einfach, die Zuhörer mal zu informieren. Man hat es an der Teilnehmerzahl gesehen, also dass so viele kommen, war doch erstaunlich. Zeigt aber auch das große Interesse an der ganzen Sache. Hat mich auch ganz persönlich gefreut, dass die Leute wirklich kommen und sich aus erster Hand informieren und nicht irgendwie hintenrum was geredet wird. Die Reaktionen nehmen wir natürlich alle sehr ernst. Wann genau die ersten Asylbewerber in Pleinting eintreffen werden, steht derzeit noch nicht fest. In etwa einem Jahr will GAMS aber erneut eine Versammlung abhalten, um dann mit den Bürgern über ihre Erfahrungen mit den Neuankömmlingen zu sprechen.